Moin Leute, und heute zeige ich euch einen Unlimited Solo Money Glitch After Patch. Ja Leute, das Timing bei diesem letzten Solo Money Glitch hat sich ein wenig geändert und in diesem Video zeige ich euch die After Patch Variante, wie ihr noch richtig viel Geld machen könnt, bevor das neue große Update kommt. Hashtag Map Erweiterung, Hashtag kostet uns wahrscheinlich ein Vermögen. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen Leute, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich! Es ist ein funktionierender Money Glitch. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht eine Nachtluft inklusive Liefergarage. An dieser Liefergarage, wo ihr nur ein Auto abstellen könnt, sollte der Dune FAV stehen. Diesen Dune braucht ihr für diesen Glitch und bei diesem Glitch verliert ihr auch diesen Dune. Aber dazu komme ich nochmal später. Außerdem braucht ihr auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge sollte das Fahrzeug stehen, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nimmt ein Easy aus der Arena-Werkstatt. Und Leute, falls ihr euch ein anderes Auto duplizieren wollt, dieses Auto muss beim Verkauf des Duplikats mindestens 1,35 Millionen GTA-Dollars bringen, sonst macht ihr miese bei diesem Glitch. Also es sollte schon etwas Hochwertigeres sein, was ihr euch duplizieren wollt. Ansonsten macht ihr wirklich Verlust. Und das wollen wir doch alle nicht. Und außerdem muss dieser Glitch in einer öffentlichen Sitzung stattfinden. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in einer öffentlichen Sitzung in eurem Bunker. Seid ihr in eurem Bunker, geht es in euren MOC hinein. Seid ihr in eurem MOC angekommen, nehmt ihr euren Easy oder euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, und fahrt es hinaus. Seid jetzt wieder mit eurem Fahrzeug im Bunker angekommen, steigt ihr einfach aus und lasst es dort stehen. Seid ihr ausgestiegen, könnt ihr jetzt euren Bunker zu Fuß hinausgehen. Seid ihr draußen angekommen, braucht ihr jetzt ein Fortbewegungsmittel. Aber Leute, es darf kein persönliches Fahrzeug oder kein persönliches Flugzeug sein. Das ist wiederum sehr, sehr wichtig, denn sonst wird euer Easy, was ja aktuell noch in eurem Bunker steht, wieder zurück in eurem MOC getan. Deswegen registriert euch jetzt einfach als Security Surf oder sonst irgendwie und bestellt euch ein Security Surf Fahrzeug oder nimmt einfach ein MOC Fahrzeug oder geht zu Fuß. Hauptsache ihr bestellt kein persönliches Fahrzeug / Flugzeug. Denn als nächstes fahrt ihr jetzt zum Nachtclubhaus. Aber Leute, jetzt auf dem Weg dahin erkläre ich euch jetzt, warum ihr den Dune FAV braucht. Naja Leute, der Dune FAV hat die besondere Eigenschaft, dass ihr, wenn ihr auf dem Fahrersitz sitzt, dass ihr die Möglichkeit habt, zur Waffe zu wechseln. Sprich, dass ihr die rechte Pfeiltaste drückt, um auf dem Beifahrersitz zu rutschen. Das, Leute, mag das Spiel nicht in der Kombination, wenn ihr gerade rausfahrt. Und das ist aktuell das billigste Fahrzeug, um diesen Glitch machen zu können. Es gibt auch noch andere Fahrzeuge, wo ihr diese Möglichkeit habt, aber diese Fahrzeuge sind meistens deutlich teurer. Und außerdem, Leute, für die, die Kimmerer's Data Pack gekauft haben damals oder wie auch immer, für die ist das Fahrzeug sogar kostenlos. Also für die Leute lohnt sich der Glitch wirklich sehr. Aber auch so, Leute, auch wenn ihr pro Duplikat ein Dune FAV verliert, also in meinem Fall sind das Kosten pro Duplikat von 1,35 Millionen GTA-Dollars, ist es aber trotzdem nicht schlimm, denn euer Duplikat bringt ja mehr Geld. Klar, ihr habt jetzt keinen Gewinn von 2 Millionen, aber ihr werdet schon einen satten Gewinn von ca. 1 Million GTA-Dollar haben. Und das ist eigentlich auch noch richtig geil. Deswegen Leute, seht das nicht so negativ, dass ihr einen Dune FAV haben müsst und ihn jedes Mal wieder verliert beim Glitchen. Aber Leute, sind wir jetzt an unserem Nachtclub angekommen, gehen wir jetzt hinein zur Liefergarage. Sind wir jetzt in der Liefergarage, sehen wir uns unseren Dune FAV. Wenn wir jetzt einsteigen, werden wir jetzt die Option haben, rechte Pfeiltaste zu drücken. Und Leute, dieser Part jetzt ist schwierig, knifflig und könnte bei euch ein bisschen länger dauern. Aber Leute, es geht. Wirklich. Also Leute, ihr müsst jetzt die rechte Pfeiltaste gedrückt halten, eine Millisekunde später die Gastaste kurz gedrückt haben, dann wieder loslassen. Und Leute, wenn es funktioniert, werdet ihr einen schwarzen Blackscreen bekommen und nach 3 Sekunden im Blackscreen lasst ihr die rechte Pfeiltaste wieder los. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Leute, wie ihr seht, in meinem Fall hat das jetzt nicht funktioniert. Denn ich bin auf dem Beifahrersitz gerutscht, weil ich zu spät die Gastaste, also beziehungsweise die R2-Taste gedrückt habe. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Denn wir steigen einfach aus und versuchen es nochmal. Und Leute, ich sage euch jetzt hier den Versuch, der bei mir funktioniert hat. In meinem Fall war es jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. Durchgang. Ich bin immer auf dem Beifahrersitz gerutscht. Aber egal, denn ich steige jetzt ein, halte die rechte Pfeiltaste gedrückt, drücke kurz die R2-Taste. Ich komme im Blackscreen, zähle 1, 2, 3, lasse die rechte Pfeiltaste los, spawne draußen und boom! Das Fahrzeug ist despawned. Und Leute, das braucht ihr. Für diesen Glitch braucht ihr, dass das Fahrzeug despawnt. Despawnt das Fahrzeug bei euch nicht,
habt ihr das mit dem Timing leider nicht hinbekommen und müsst den Glitch von vorne wiederholen. Aber gut, in meinem Fall hat es funktioniert. Das bedeutet, wir nehmen wieder ein NPC-Fahrzeug oder ein Security-Surf-Fahrzeug, Hauptsache kein persönliches Fahrzeug oder Flugzeug, und fliegen wieder zurück zu unserem Bunker. Seid ihr am Bunker angekommen, geht jetzt einfach hinein. Und Leute, im Bunker werdet ihr euer Auto sehen. Aber das Auto ist schon euer Duplikat. Und Leute, ich kann es euch jetzt sogar zeigen, das Nummernschild wird sich ändern. Denn wenn ich jetzt eingestiegen bin, ich zeige es euch hier auch nochmal in Zeitlupe, ihr seht, wie sich mein Nummernschild einfach direkt geändert hat. Und Leute, wenn sich euer Nummernschild geändert hat, wisst ihr, das ist jetzt eure Kopie. Und ihr könnt jetzt mit eurer Kopie einfach jetzt in euren MOC fahren, drückt die rechte Pfeiltaste, bestätigt, dass euer MOC voll ist, und dann habt ihr euer Duplikat schon abgespeichert. Und keine Sorge, euer originales Fahrzeug steht jetzt im Liefereingang des Nachtclubs. Deswegen Leute, wenn ihr das Fahrzeug jetzt verkaufen wollt, ich sage es auch hier beim Mechaniker, mein originales Fahrzeug steht jetzt in der Liefergarage, könnt ihr euer Duplikat ohne Bedenken verkaufen. Und Leute, in meinem Fall bringt mein Duplikat 2,2 Billionen GTA-Dollars. Das bedeutet, ich habe einen Gewinn von ca. 850.000 GTA-Dollars. Und Leute, das ist auch nicht mal schlecht bei 5 bis 7 Minuten Arbeit, wenn ihr so überlegt. Deswegen Leute, mein Tipp, glitcht euch so viele Fahrzeuge wie ihr könnt und verkauft die nach und nach. Denn ihr dürft das tägliche Sale-Limit nicht vergessen. Aber gut Leute, das war schon der Money-Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt es auch in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch verdammt nochmal. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.